Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Todgötz TV. Ich bin der Adrian und heute sind wir nach den ganzen Konzerten, Clubshows und Festivals einfach mal wieder bei mir in der Wohnung. Und ich habe nämlich ein richtig schönes Thema für euch. Der Kai von Moshpit Passion, kennt ihr wahrscheinlich auch von YouTube, hat ja nicht nur sein Online-Magazin und sein YouTube-Channel, der hat auch ein Print-Magazin und das hat er mir zugesendet. Das Moshpit Passion Feuilleton for Loud Music. The biggest newspaper online scene, YouTube scene you probably never heard of. Das ist so Untertitel sozusagen. Das Ganze ist im Vergleich zu anderen Fanzines eine Zeitung. Also ganz klassisch hier wie Tageszeitung oder woran ich zuerst denken musste, war ein bisschen wie dieser Mediamarkt-Prospekt gestaltet. Weißt du, also Signalfarben, Rot, was man ja normalerweise jetzt nicht so bei Zeitungen hat, so viel Anteil vorne drauf. Und halt auch das Format. Das ist ein nordisches Tabloid-Format, habe ich jetzt nachgeguckt. Das heißt 28,5 cm breit, 40 hoch. Das ist, wenn man es ausklappt, eine Seite von einer klassischen Zeitung, also von so einer FAZ, wenn man es zum Beispiel kennt. Es gibt ja tatsächlich unglaublich viele Zeitungsformate, aber so das Nordische ist das, was man so früher so am häufigsten gekannt hat. Halten wir uns aber gar nicht so lange mit diesem ganzen Zeitungsgedöns auf, sondern gehen direkt, was da drin steckt in der Zeitung an sich. In diesem Monat geht es vor allen Dingen hier in der Titelstory um Hell Yeah. Das ist ja die Band, wo Vinnie Paul mitgespielt hat, bevor er gestorben ist. Gibt noch hier Korn, Sonatactica, Truck Fighters und Brutality Will Prevail werden vorgenommen. Es sind auch noch viele andere Bands drin. Und vielleicht noch mal ganz kurz zur Aufmachung an sich, so zum Formellen. Wir haben hier insgesamt vier Blätter, die jeweils vorne und rückseitig bedruckt sind. Das macht dann 16 Seiten. Das ist ja für ein Printzine auf den ersten Blick erstmal gar nicht mal so wirklich viel. Aber dafür kostet es auch nur 2 Euro und glaube ich erscheint alle 2 bis 3 Monate. Lasst mich nicht lügen. Ich glaube, es ist quartalsweise. So, womit fängt es an? Es geht hier los, direkt vorne mit Werbung auf der U2, auf der zweiten Umschlagseite und auch die halbe dritte Seite ist mit Werbung gespickt. Das ist allerdings jetzt, so wie es in der Weise ist hier, gar nicht mal so viel im weiteren Verlauf. Da haben wir dann noch ein paar, so Futter, würde man sagen, hier so Banner hier unten drunter oder auch diese klassischen Sidebars, so diese Spalten. So, ansonsten sehr, sehr unaufdringlich mit der Werbung. Also es ist jetzt kein, kennt man ja so oft auch so ein bisschen kommerzieller gestaltete Zeitschriften, die eigentlich nur dafür gedruckt werden, um Werbung zu verkaufen. Gerade so kostenlose Veranstaltungsmagazine in größeren Städten hat man das sehr, sehr häufig. So. Macht auf jeden Fall auf mit einem sehr schönen Vorwort. Erklärt einfach, was in dieser Ausgabe einen erwartet. Und es ist natürlich auch wieder hier diese Sachen, wofür sie stehen. Gegen Rassismus, gegen Faschismus, gegen Fremdenfeindlichkeit, gegen Homophobie, gegen Sexismus und gegen Gewalt. Da schließen wir uns natürlich gerne an. Gibt auch noch ein schönes Gewinnspiel. Und gehen wir mal weiter in Medias Res. Dann kommt auf Seite 4 Veranstaltungstipps, also Touren, News, also zu Neuveröffentlichungen und Besetzungswechseln, wie jetzt hier zum Beispiel Accuser, wo sich der Gitarrist geändert hat. Genau. Ganz witzige Idee. Klar, ist jetzt auch wirklich nicht so viel. Eine Seite reicht da auf jeden Fall, weil in Zeiten von Social Media, Newsfeeds und hast du nicht gesehen, ist das eigentlich sowieso schon überholt, sobald es gedruckt ist mit diesen ganzen News. Dann gibt es hier was auch, was ich sehr, sehr interessant finde hier an dieser Stelle. Das ist eine Seite mit QR-Codes zu sozusagen redaktionellen Empfehlungen, welche Videos sie besonders cool finden. Ich habe es ausprobiert, funktioniert auch. Ist ein bisschen umständlich. Also wenn ihr ein Handy habt, was jetzt nicht so gut QR-Codes lesen kann, ist es einfacher, wirklich das einfach abzuschreiben und direkt in YouTube einzutippen. So, da kommen auch schon die Hauptstories. Die Hauptstories sind so dieses Mal das Interview mit Hell Yeah. Das finde ich auch sehr, sehr gut gemacht. Auch das etwas längere Interview hier zu Dog Eat Dog. Auch sehr, sehr cool. Ist ehrlich gesagt beides nicht so meine Band. Also ich muss ja generell sagen, ich bewerte das jetzt hier so
obwohl es eigentlich ja gar nicht so meine Musik ist, die hier besprochen wird. Ich bin ja wirklich eher so der Thrash, Black, Death, Heavy Metal Fan oder auch Pagan Metal Fan. Und das ist ja wirklich in dieser Ausgabe, weiß nicht, ob es immer so ist, aber diese Ausgabe wirklich sehr, sehr stark auf Crossover, Modern Metal, auch Hardcore natürlich, Mosh the Passion, also was erwartet ihr? Natürlich Hardcore vor allen Dingen. Trotzdem muss ich sagen, finde ich sehr, sehr cool. Also weil auch gerade bei dem Interview merkt man, dass sich hier der Kai, wie gesagt, er macht ja den YouTube-Channel und er macht auch den Großteil des Contents. Also hier steht sein Name sehr, sehr oft unter den Interviews und unter den Beiträgen drunter. Und er beschäftigt sich wirklich sehr, sehr stark. Man merkt auch, er stellt zum Beispiel wegen Hell Yeah, er stellt hier die Fragen auch wirklich sehr nachdrücklich. Er beschäftigt sich sehr stark mit den Bands, recherchiert auch Sachen. Und man merkt auch, er hört auch teilweise, also sogar gerade so eine Band wie Hell Yeah, er hört sie auch selbst. Finde ich gut. Ist immer sehr, sehr wichtig, dass so ein Interview nicht einfach runtergenudelt wird mit Standardfragen, weil da kann man es eigentlich auch lassen, weil das liest du überall. Wenn sich jemand nochmal persönlich mit der Band auseinandersetzt, oder wie jetzt auch zum Beispiel beim Rock Hard oder beim Death Forever, sagen wir mal Rock Hard früher, Death Forever heute, ist immer ganz schön, wenn die Leute auch sich gegenseitig kennen. Die Musiker und die Redakteure kennen sich vielleicht schon seit ein paar Jahren, haben schon mehr als ein Interview zusammen gemacht. Dann entsteht da eine ganz intimere, eine ganz andere Atmosphäre und es macht auch, ja, es macht viel mehr Spaß, so intime Einblicke zu bekommen, als wirklich nur diesen Standardkrempel wie war es im Studio, wann geht ihr auf Tour und wie ist es beim neuen Label und bla 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 bla. Das ist natürlich immer das beste Album, was wir jemals rausgebracht haben. Ich kenne den ganzen Box. Dann geht es hier weiter mit zwei Stories zum Thema Life of Agony. Und auch Slipknot. Jetzt muss ich aber dazu sagen, da fängt das Problem an, was ich, also rein, das ist jetzt kein Dealbreaker, aber so ein kleines Problem, was ich mit dem Magazin habe. Im weiteren Verlauf werden hier die Bandnamen stets gelb. Gelb und dann so der Teasertext ist hellblau. Und mit gelb werden die Bands, um die es geht, wird da beschrieben. Macht es mir teilweise echt schwierig, weil gelb auf weiß lese ich nicht gut. Vielleicht habe ich auch irgendwie nicht so gute Augen, aber ich habe da echt Probleme, das zu lesen. Manchmal ist es so, dass die Band noch irgendwie im Hintergrund steht oder der Bandname steht im Foto, dann ist das okay. Aber gerade bei den kleineren Bands, die hinten kommen, ich habe jetzt echt dreimal hingucken müssen, bis ich da lesen konnte, wer das ist, wie hier zum Beispiel Bashdown oder Rising Insane. Ich meine, sie sehen sympathisch aus, aber ich würde jetzt nicht anhand der Mitglieder wissen, wer welche Band das ist. So gut und tief verwurzelt bin ich in der Musikrichtung dann doch nicht im Hardcore. So, auf jeden Fall sehr, sehr interessante Sachen hier, sehr, sehr kurze und kurzweilige Sachen, die kann man auch sehr gut auch mal auf der Toilette lesen oder so. Kann man sich gut da hinlegen ins Badezimmer, das auf jeden Fall. Aber natürlich soll die Sachen nicht nur, weil ihr gerade am Klo seid, lesen. Ihr sollt sie natürlich auch so lesen, weil ihr euch mal 5 Minuten auf Zeit genommen habt, euch aufs Sofa zu setzen und einfach mal ein bisschen runterzuschalten. Hat ja auch der Ernie letztens in einem Beitrag auf Facebook geschrieben. Einfach sich mal eine Stunde abends hinsetzen und jeden Abend vor sich vornehmen, ein Album zu hören und dabei sich einfach nur einfach mal ein bisschen abzuschalten. Komm, Moshpit Passion, die Zeitschrift hier ist gar nicht mehr so schlecht dafür. So, neben den ganzen Interviews, das ist wirklich, die Vielzahl sind hier wirklich Interviews, gibt es auch noch sowas wie hier diesen Mosh-Check. Das sieht auf den ersten Blick aus so ein bisschen wie diese Soundchecks oder wie diese Redaktionschecks bei anderen Magazinen, wo halt so die Alben des Monats in so einer Liste aufgezeigt werden. Hier ist es ein bisschen anders. Hier ist also der generelle generelle Review-Bereich wird hier anhand von der Spalten sozusagen hier ja Künstler, der Titel der Scheibe, eine kurze Anmerkung, also wirklich das ganze Review findet dann innerhalb von vier Sätzen statt oder 4 Zeilen statt und dann gibt es halt Schulnoten. Und da fällt auf, wirklich auch mit 1-, 2+ und so weiter, es gibt nichts Schlechteres als 3+. Aber jetzt stehen wie zu will, kann man jetzt sagen, können wir jetzt einen Vorwurf machen, da wird ja alles schön geredet. Muss nicht sein, kann auch einfach sein, dass es keinen Bock haben auf CDs, die 3- runter sind, weil wenn man, dann denkt man sich, ja, ich kann vielleicht eh nicht dazu viel sagen, ist vielleicht nicht ganz meine Musik und ich will lieber schreiben, worauf ich Bock habe. Kann man ja auch verstehen. So, Genre und VU stehen natürlich auch wieder mit dabei. Finde ich ein ganz schönes Format. Irgendwo ein 4-Zeiler ist vielleicht ein bisschen wenig. Ich bin ja jemand, der schreibt, wenn ich Reviews schreibe, schon ein bisschen länger. Aber ist sicherlich in der heutigen Zeit, wo die meisten Leute wirklich nur schnell Informationen konsumieren wollen, ob sie was interessiert oder nicht, sicherlich auch nicht der verkehrteste Anlass. So, dann kommen hier wieder ein paar Seiten Festivalberichte. Und da haben wir jetzt auch ganz unterschiedliche Sachen. Da haben wir wirklich das Krasspop mit dabei, das kostenlose Nord Open Air in Essen. Dann haben wir hier noch das Hütte Rockt,
wo ist das denn? Der Georgs-Marien-Hütte gehört. Naja, dann hier noch das Reload-Festival. Und ja, und das ist auch ganz witzig, hier auf der letzten Seite, sozusagen auf der Umschlagseite 4, wie man das im coolen Verlagsgenre sagt, hat man jetzt hier noch das Dong Open Air Review, was wirklich so ein bisschen auch in Absätzen gegliedert ist, nach jeweils den Bands. Und hier merke ich so ein bisschen, okay, also man hat es ein bisschen schwieriger als Printmagazin, als im Gegensatz zu Online, weil hier ist natürlich der Platz begrenzt. Wenn man sich sagt, okay, ich mache ein Magazin mit 4 Doppelseiten, also insgesamt habe ich 16 Einzelseiten. Wissen, wenn du bei 16 angekommen bist, dann ist halt auch der Platz irgendwann Schluss. Du musst ja auch noch ein Impressum in Deutschland runter machen. Und da musst du manchmal ein bisschen Abstrich machen, was die Textgröße angeht. Also das liest sich halt wirklich nicht mehr angenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Da erwische ich mich schon so ein bisschen wie ein alter Mann hier, mit den ohne Brille und ganz nah ranzugehen. Ansonsten aber auf jeden Fall sehr, sehr cool. Gefällt mir wirklich gut. Wie gesagt, alles, was ich hier kritisiert, das sind keine Dealbreaker. Ihr solltet die Moshpit Passion auf jeden Fall euch holen. Kostet 2 €, ey. Das kann man auf jeden Fall mal machen. Das ist weniger als ein Bier in der Kneipe. Und es erscheint ja auch wirklich nicht jeden Monat. Und daher habt ihr auch genug Zeit, die 16 Seiten, die ja wirklich relativ überschaubar sind. Also wie auch Leute, die Angst davor haben, sich einen dicken Schinken irgendwo hinzulegen, den sie dann eh am Ende nicht lesen. Haben ja, denke ich wieder, ach komm, kaufe ich ein bisschen Legacy, da sind irgendwie 200, 300 Seiten drin. Aber die lesen sie dann eh nicht und denken sich, okay, ja, ist dann auch wieder Zeitverschwendung gewesen. Und das hier kann man halt wirklich sehr, sehr gut und einfach konsumieren. Hier findet man auch immer wieder die Verweise auf die Website, wo er sagt, ja, hier, das kriegt ihr auch hier mehr dazu auf moshpitpassion.de oder halt auf dem YouTube-Channel, wenn es ein Video-Interview ursprünglich war. Ist auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Sache. Hätte man jetzt vielleicht noch so lösen können, dass man vielleicht noch kurz links einbaut, so eine Bit.ly, dass man direkt sozusagen eingeben kann, wohin man geht, oder ein QR-Code, wie man es hier für die Videos gemacht hat, auch für die einzelnen Beiträge, dass man sozusagen das Video-Interview dann direkt aufrufen kann. Keine Ahnung, ob das alles so möglich und so einfach und so, ob das die Leute dann auch machen, kann ich gar nicht so wirklich beurteilen. Ist ja immer so die Frage, tun Leute Online-Verlängerungen aus dem Print wirklich nutzen? Damit kämpfen auch so Leute wie der Fokus oder Computerbild und so weiter. Das ist so eine Glaubenssache. Wollen die Leute dann wirklich von einer Lesesituation im Print dann nur wieder auf ihr Smartphone wechseln? Gut, aber ist ja, wie gesagt, heutzutage auch nicht schwer. Wenn einen das wirklich interessiert, findet man es ja relativ schnell im YouTube-Channel oder auch auf moshpitpassion.de. So. So, jetzt habe ich aber auch genug schwadroniert. Wie gesagt, auf die Zeitung von Moshpit Passion, geht auf den YouTube-Channel, drückt auf Abonnieren, guckt euch das Online-Magazin an. Der Kai und seine Leute machen einen richtig guten Job. Auf jeden Fall unterstützen. Ich hatte echt Spaß zu lesen, auch wenn das wirklich die Musik da teilweise jetzt nicht so meinem Geschmack entsprochen hat. Ist es aber auch halt immer wieder schön, mal ein bisschen über den Tellerrand rauszublicken. Man ist ja dann doch heutzutage oft zu sehr in seiner Filterblase gefangen, gerade so durch Social Media. Man kriegt dann auch nur die Musik empfohlen oder auch auf Spotify und Google Music, die man sowieso gut finden soll. Und daher immer mal schön auch was zu lesen, was einen vielleicht dann doch auf einmal interessiert, was man vorher gedacht hat, nee, das ist doch gar nicht so meine Welt. Gut, wollen wir das Ganze auch gar nicht zu sehr in die Länge ziehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr generell von Fanzines, von Printmagazinen, Metal-Musikzeitschriften haltet. Lest ihr noch? Lest ihr gar nichts mehr? Lest ihr alles noch online? Guckt ihr noch YouTube? Egal was, schreibt es in die Kommentare. Mich interessiert das schon. Und ansonsten Daumen hoch, Daumen runter, wie ihr das Video fandet. Und abonnieren, drücken ist auch immer eine ganz tolle Sache. Freue ich mich natürlich. Wenn ihr mich richtig mögt, drückt auch gerne die Glocke. Und ja, ansonsten zeigt das Video eurem Bürgermeister. Ich war Adrian und das war Tod gehört. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tod gehört TV. Ich bin betrunken.